It's useless. I must get out. Prolog, das finde ich sehr gut. Sie haut erstmal auf ihr Smartphone drauf und hat irgendein Medaillon. Sehr schön. Und damit hallo und herzlich willkommen auch in Richtung YouTube zu Someday You Will Return. Wir spielen es im Livestream auf Twitch. Es wurde sich ein Horrorspiel gewünscht und nachdem ich so ein toller Streamer bin und natürlich meine Community über alles geht, spielen wir ein Horrorspiel. Das fängt schon mal gut an. So. So, und alle, die im Stream sind, müssen mir sagen, ob das von der Lautstärke her passt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe keine Testaufnahme vorher gemacht. Ich weiß nicht mal, ob es zu dunkel, zu hell ist. Ich habe keine Ahnung. Das leuchtet rot. Das heißt, wir gehen dahin. Das ist gefährlich. Okay, wir sind im Prolog. Wie auch immer das hier ausschaut, ich habe keine Ahnung. What was that noise? The beast must be here already. Was? Was für ein Biest? Ich weiß nicht, worum es hier geht. Ich laufe hier rum, plötzlich... Ich fange hier an, bin in diesem Dingens hier drin, diesem komischen Labyrinth. Ah, ich kann rennen. Okay. Ich habe bestimmt Stöckelschuhe an, so wie es sich anhört. Genau wie man das eben macht, wenn man so auf Exkursionen geht, man hat immer Stöckelschuhe an. Push. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob wir was einsammeln können oder müssen, aber ich gucke mich halt gerne mal um. Liebe Entwickler, baut doch bitte mal Raytracing in alle Spiele ein. Und ich werde das so lange bemeckern, bis jedes Spiel Raytracing hat. Weil Screen Space Reflections sind so vorgestern. Und ja, ich weiß. Ich mache das nur, um die Leute zu ärgern. So, was? Wenn es dir nicht passt, beschwer dich bei Kupuru. Die Musik wird gerade lauter. Das ist bestimmt sehr sicher. Ja. Okay. Die fällt gleich runter, ich weiß genau. Oder auch nicht. So. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach irgendwo hin. Spiel einfach. Ja, ja, mach das schon. Kupuru meinte übrigens, das Spiel fängt sehr seicht an. Das heißt, ich werde gleich einen riesen Schreikrampf kriegen und werde losschreien wie ein kleines Mädchen. Alter, was? The pendulum of the mind alternates between sense and nonsense, not between right and wrong. Ach so, das... CBE Software präsentiert ein sehr lautes Intro. Es ist sehr laut. Jan Kavan und Lukas Mirik finde ich super, aber das Musik, die Musik ist so laut. Ich wollte übrigens nicht den Autobahnsimulator spielen. So,
und damit hallo und willkommen beim Autobahn-Simulator 2020. Wir fahren gerade über die deutschen Landstraßen mit einer sehr lauten Musik. Oh, Alter! Wollt ihr mich verarschen? Meine Ohren! Was toll ist, ihr auf YouTube werdet das nicht erleben, weil da werde ich die Lautstärke runtergedreht haben. Oh, Alter, meine Ohren! So, wird übrigens fast was über den Haufen gefahren. Ich habe nicht gesehen, was das war, weil ich irgendwie so von der Musik irritiert war. Ah ja. Track. Aua, ist das laut, sag ich doch. Ich hoffe, ihr seid wieder alle wach. Oh. Hallo? Can I help you? Hello, can you hear me? Autumn leaves, rocks and trees, all fall down. Don't have time for this bullshit. I've got to find Stella. Okay. Interessant. So, ich muss mal eben dann die Lautstärke noch mal reduzieren. Schaut mal, Koppel ist im Spiel. Das stimmt. Herzlich mal, das passiert mit einem, wenn man nur Overwatch spielt den ganzen Tag. Ich glaube, die Schranke ist nicht mehr wirklich gerade. No more driving for me. Das ist aber schade. Ich fände es von der Soundkulisse gerade toll, dass die Musik so unfassbar laut war und sonst gar nichts passiert. Okay. Take. She stopped moving. Even better, she's straight down this path. This will be over sooner than I thought. Okay. Da bin ich mal gespannt, was das jetzt wird. Okay. Chapter 1, The Woods. Irgendwas. So. Audio Settings. Die Musik. Speech. Soundeffekte. So, schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Keine Ahnung. So, was haben wir eigentlich überhaupt? Aha. 3PO R2D2. Zum Glück habe ich. Ich wollte wissen, was das für eine Automarke ist und sehe hier gerade auf dem Nummernschild. Ja, 3PO und R2D2, also C3PO und R2D2. Aha, okay. R2D2. Den erwarte ich jetzt aber auch hier zu sehen. So. Kann es übrigens sein, dass das Spiel hakelt? Ha. Warte, ich probiere mal was.
Das Problem ist, im Stream und der Aufnahme hakelt's. Ah ja, jetzt sind wir fix bei 90 FPS. Warum auch immer, wie es denn bei 90 FPS aufhört. Ja, okay, keine Ahnung. Also ich glaube, es hakelt ein bisschen, müssen wir schauen. Lift. This thing is bolted shut. Oh, great. Now I'll have to walk. Aha. Ja gut, müsst bald aufsperren letzten Endes hier. Übrigens eine Frage. Ich weiß, das ist mir, relativ lustig, aber ne, das Ding hier. Das ist einfach bloß hier draufgesteckt. Das heißt, er kann das hier einfach hochheben, einfach so hochziehen. Und dann kann er es bestimmt hier losmachen, so wie das ausschaut letzten Endes. Aber klar, das Spiel möchte, dass wir zu Fuß gehen, dann gehen wir eben auch zu Fuß. Ist ja gar nicht. Kann ich springen? Nein, kann ich nicht. Shit! I was just sitting in there. Oh, fuck you, parking gods. Na klar. Okay. Welches Land spielt das? Ich hab keine Ahnung. Oh, ich kann hier lang laufen. Interessant. Ich laufe mal Offroad lang. Die Landschaft ist schön. Wir machen einfach einen schönen Spaziergang, Kinders. Aha. Also ist ja nicht so, als ob hier niemand durchkommen würde jemals. Kann ich irgendwie Tab? Kann ich jetzt irgendwie? Ich habe doch eben ein Handy aufgenommen, aber ach so, ich kann crouchen. Okay. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Aha, ich habe ein Collectible gefunden. Was? Okay, man kann die Collectibles finden. Ja, geil. Ich bin einfach nur lang gelaufen, weil ich wissen wollte, was hier unten ist, weil so Offroad-mäßig so la 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 la. Okay. Das Kennzeichen war aus CZ, also Tschechien. Achso, das habe ich nicht gesehen. Ich habe mich auf C3PO und R2D2 konzentriert. Okay, was haben wir hier? Tab, pull or hide smartphone. Tutorial, using phone. Mit Stift sogar, der feine Herr. Press tab to take out or hide the smartphone. Aha. Skip. You can use your phone for messaging, calls and GPS tracking. Aha. You can hide your phone by pressing tab again or clicking on power saving icon on phone main screen. Aha. I need to keep going straight. I just have to follow the red trail markers. She's still just sitting there. Willst du mich trollen, Junge? Also, wir müssen diesen ganzen Weg hier langlaufen. Ja, grüß Gott. Okay, wo geht's zum Gelben hin? Track. Aha. Power saving. Call. Maybe later. Loisa. Where the hell are you? Your current bank balance is 784 KC. Aha. Okay. Ist noch relativ voll, sehr gut. So unrealistisch. Wer benutzt ein Telefon bitte mit Stift? Hat man früher so gemacht, stell dir vor. So, examine. Of all the places she could go, why here? Lucky Leaf, Two Springs, Casal Telana, Little Cross. Pff, ja, okay. Ich geh mal da lang. Wir müssen der roten Linie folgen, ich folge der gelben. So. Ach so, habe ich auch nicht gesehen. Ach so, das Nummernschild. Aha. Nachdem wir Collectibles einsammeln können, kennt ihr mich. Das heißt, ich werde das Spiel sehr langweilig spielen. So.
Track. Aha. Tschechische Krone. Wandersimulator 2020. Ja, das Spiel hat alles. Wir haben den Autobahnsimulator 2020. Wir haben den Rockband-Simulator 2020 und wir haben den Wandersimulator 2020. Ich finde... A kid just walks out of school and nobody gives a rat's ass. Typical. Yeah, she doesn't know how to drive. So someone had to bring her here. But who? Oh, Stella, what have you gotten yourself into now? Okay. Keine Ahnung, wir finden's raus. Hat das Handy doch bestimmt einen Akku, ne? Das heißt... was? Das Spiel gefreezt ganz kurz. Interessant. Damn, I'm getting old. I should check Stella's location. 724, glaube ich, waren's. So. Examine. New location discovered. Casa Telna. Okay. Now what the hell am I supposed to do? Think, you idiot. Ah, I have to climb higher. I need at least one damn bar. Ich möchte jetzt mal ganz kurz was sagen. Ich war auch schon mal im Wald mit GPS und so weiter. Wenn du hier unten bist. Okay. Wenn du hier oben schon stehst und kein GPS-Signal hast, dann ist es komisch. Ja. Lass mich raten, wir sind jetzt einen Meter hochgegangen, jetzt habe ich GPS. I forgot how beautiful it is here. I wish I could stay. Forget everything. Und jetzt fällt er runter bestimmt, lass mich raten. Oh, die Landschaft ist echt schön. Someday you will return. Interessant. Was ich übrigens im Intro vergessen habe, ist das Medaillon, was sie da hatte. Stellt euch mal vor, sie hätte es in ihre Hosentasche gepackt. Dann hätte es nicht verloren, aber nein, man muss es ja in der Hand halten. Was denn? 26,88 €. Ja, geil. Bist reich, Hepi. Ja, klar. Ah, stupid fucking cell phone. Time to go old school. If she's in these woods, I'll find her. It's gonna be dark soon and cold. I've got to find her quickly. Ich sag nix. Das ist ein bisschen affig, dass du hier kein GPS hast. Ich behaupte jetzt mal, das ist Blödsinn. So. Lustigerweise bin ich jetzt im gelben Weg lang gelaufen. Ich dachte, ich muss dem roten Weg lang folgen, weil da ging es ja auch noch weiter. Das heißt, ich habe offensichtlich wahrscheinlich irgendwas übersehen. Aber gut. Jetzt laufe ich nicht nochmal zurück. Ein Lagerfeuer. Ach ja, was für ein Zufall, dass hier ein Lagerfeuer ist. Und auch noch, warm. Someone was here recently. Ja, mit ordentlich Bierflaschen auch noch. Geil. Wo ist der Grill? Machen wir gleich ein Barbecue. Tutorial Journal. You can access journal by using the J key or journal button in your backpack. Switch between categories by clicking on their buttons. To-do category shows your active quests and hints. All the documents you found are stored in the documents category. To see your collectibles, check the collectibles category. J. You can access your inventory by pressing E. Whenever you pick up an item, it's stored there. If an item is marked with a tools icon, you can modify it.
Sometimes you can use this window to interact with objects from the game world. These are called world items. Ach was. You can rotate an item by holding your left mouse button and dragging the object around. If you move your mouse over a selected item, the cursor can change. Magnify glass means click to zoom. Cogwheel means click to perform an action. Right click to unzoom. Oh Gott, das wird so ein kompliziertes Spiel. You can combine currently selected items with other items which are marked with a cogwheel icon. Click them to take them and click on the correct part of an item to use them. Yeah, okay. A top right completion meter shows how much is still needed to be done. Find Stella. Reach her location. Stella ran away again, and as always, it's up to me to bring home. I should track Stella down and bring home as soon as possible. Reach her location. I should get to her before she runs further into the woods. I should follow the red trail markers. She is not far from here. The tracking signal is hopelessly lost. Time to look for others, for other lives, and track her down on the old way. Complete the task, Summerkind. Documents. Collectibles. Discovered places. QR codes. Lurks. 1 zu 100. Aha. Okay. So. Ja, sind sie. Sind über die Ortschaften. Also wirst du auf eine Karte weitergeleitet. Aha. Sign or no sign, I have to follow this trail. Klar, das ist auch bestimmt sehr sicher. Okay. Oh, damn, my shoes are soaked. Was ist das für ein Mimimi, Mann? Oh, how am I gonna cross that? There's a plank down there. Why would somebody throw the plank down there? Finally something I can use. Finally something I can use. Okay, was? Okay, ganz kurz. Die Planke ging bis dahinter. Er stellt sich so hin und nimmt die Planke einfach so weg. Es ist und wo hat er sie jetzt? Furchtbar. Unrealistisches Spiel, absolut unrealistisch. Hallo. Use. Careful. Aha. Klar, das hält auch alles. Achso. Ich glaube, ich kann hier schaukeln, dann ich hätte dagegen steuern müssen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Damn it! I can't believe I'm doing this for her. Stupid girl. Okay. Klar. Und ganz plötzlich ist es Nacht geworden. Ganz plötzlich wird es jetzt dunkel und... Hier ist was. Warte mal, hier ist irgendwas. Was ist das? Examine. Someone walked through here recently. If it was Stella, she was alone. So, und jetzt? Achso. Hepi, die Meckertante. Klar. Ich mecke immer. Das ist mein zweiter Vorname. So. Die Fußspuren sind da oben, das heißt, ich renne jetzt hier lang. A fucking typical. Stupid assholes. Don't mean their crap here. Okay. Gut. Ach, jetzt bin ich Collectible. Okay. Okay, das heißt, ich wette, bei dem anderen Dingens, wo ich nicht langgelaufen bin, wo ich einfach den gelben Pfad langgelaufen bin, wäre auch noch was gewesen. Verdammt. Naja, gut, was soll's. Kann ich das Brett mitnehmen? Nein, kann ich natürlich nicht. Das sind die Wand.
ist in den Felsen reingerammt. Okay, na, reingeschraubt, reingenagelt. So, wo geht's hier lang? Zum Glück haben wir keine Ausdauer hier, das finde ich sehr gut. Das heißt, wir können Dauerrennen. So, ich glaube, hier waren wir jetzt, ne? Was ist das hier? Another ribbon. What a strange location. Was? Wieso another ribbon? Ich habe noch gar keins gefunden. Ach, warte mal, ist hier unten irgendwo ein Ribbon? Nö, hä? Wieso another? Ich hab doch noch gar keins gefunden gehabt. Und ich weiß, da oben hing noch eins. Aber guck mal hier. Ich frage mich, was diese Bonbonpapier ist. Ist das dann, was deine Tochter immer futtert? Dann frage ich mich, wo die überall herkommen. Du musst durch den ganzen Wald gelaufen sein. So, naja, im Wald und auf dem Berg wird es sehr schnell dunkel, Hepp. Ja, das ist mir schon bewusst. Aber natürlich fällst du runter, klack, und sofort ist es dunkel. Das meinte ich damit. Also das wollte ich damit sagen. Another ribbon. What a strange location. Okay, was sollen mir die Ribbons jetzt sagen? Habe ich irgendwo einen Dialog verpasst? Aber die Grafik ist sehr schön. Die gefällt mir sehr gut. Da blinkt irgendwas. Was ist das? The tracks again. So. Lass mich raten, wir kommen in eine dunkle und düstere Hütte. Was ist das denn? Ist das eine Schaufel? Where is she? You have to tell me. Your hysterics aren't helping. Stop calling me. Daniel, please. Tell me that she's safe. Listen, I don't... The first thing I'm gonna do when I leave here is trash this fucking cell. Unlimited network service, my ass. Es ist übrigens, das ist, ich möchte ganz kurz betonen, das ist übrigens nicht, wie Telefone funktionieren. Also es ist nicht so, dass du einen Telefonanruf kriegst und ist plötzlich das Signal weg. So funktioniert das tatsächlich nicht. Dann hätte die Verbindung vorher schon ein bisschen schlechter sein müssen, dass das dann dementsprechend so ist. Also, nur mal so. Außer das Telefon ist kaputt. Dann ist es natürlich legitim. Was ist das denn hier jetzt? New location discovered. Spring Umizi. Was? Okay, was? Umizi. Aha. Wash hands. Aha. Refreshing. Auch in Horrorspielen müssen wir uns natürlich die Hände waschen, ganz klar. Weil wir wollen natürlich nicht, wir wollen natürlich keine Krankheiten übertragen. Ist ja ganz wichtig. So. Okay, ich habe kein... Unten ist ein Ribbon wieder. Da unten ist auch irgendwas. Ich vermute, da müssen wir hin. Another ribbon. What a strange location. Ja, leg mal eine andere Platte auf. So, okay, ich laufe mal da runter, weil irgendwie müssen wir da vielleicht doch nicht hin. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Was ist das hier? The path must have collapsed years ago.